Ein Stammtisch im Viola Pub. Trainer Andi Ogris und Sportdirektor Franz Wohlfahrt stehen den Fans einen Abend lang für Fragen zur Verfügung. Die Diskussion war teilweise sehr emotional. Die sportliche Situation wirkt sich hier natürlich aus. Franz Wohlfahrt? Ja, ich habe mir so erwartet, aber ich habe auch mir das so erhofft, weil es für mich natürlich oder für Andi natürlich auch viel, viel angenehmer ist, dass man face-to-face sitzt und dann auch, wenn es einmal hart zugeht, darüber diskutiert. Das ist für mich alleweil schöner, da dann zu diskutieren, als wie es wird irgendwo in einem Pseudonym, Internetplattform, anonym irgendwas besprochen, wo du keine Möglichkeit hast, das zu beantworten. Deswegen ist mir das viel lieber, auch wenn es einmal hart zugeht. Ja, du hast jetzt im Jänner deinen neuen Job eben angetreten. Ich habe gesagt, naja, du möchtest zuerst einmal klarerweise beobachten, viele Gespräche führen. Wie schaut denn heute mittlerweile dein Arbeitsalltag aus? Tja, das ist schwierig zu sagen. Also erstens einmal werde ich mich nicht beschweren, weil ich mir selber ausgesucht. Und das ist wahnsinnig spannend natürlich auch. Und ich war irrsinnig glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Bei all dem Stress, den es aber gibt. Das ist schon klar, aber ich glaub, das passt auch zu mir. Ich habe mich vor Arbeit noch nicht gescheut in meinem Leben. Jetzt liegt es daran, wie können wir umsetzen die Ideen, die wir haben, ja, um es zu verbessern. Jetzt noch kurzfristig, aber vor allem dann in Blick Richtung neue Saison. Was gelingt uns bei den Ideen umzusetzen? Das ist das weitere Spannende. Und dann bin ich überzeugt, dass es wieder bessere Zeiten gibt. Hättest du damit gerechnet, dass es zu Beginn schon so viele, sagen wir mal, Baustellen gibt? Ihr habt einen Trainer beurlauben müssen, es hat auch eine sportliche Krise gegeben. Hast du das in der Form und der Heftigkeit erwartet? Nein, mit dem habe ich nicht gerechnet, mit dem war auch nicht zu rechnen. Es ist halt dann leider im Fußball so, dass wir nach einer ganz gut gelungenen Vorbereitung im ersten Spiel in Kärnten gegen Wolfsberg die Möglichkeit gehabt haben zu gewinnen. Haben zwei Elfmeter vergeben, haben verloren 0-1 und das hat die Sache natürlich nicht leichter gemacht. Es hat auch natürlich, und das ist ja kein großes Geheimnis, auch dann Spannungen gegeben in der Mannschaft. Also, und das macht die Sache dann für die sportliche Leitung nicht wirklich einfacher, sage ich jetzt einmal. Das ist klar, weil wenn du dich bemühst und auch die Mannschaft hat sich bemüht, aber es läuft dann nicht, dann kommst du da in einen Sog hinein, der leider nicht nach oben geht, sondern nach unten. Jetzt nach 3 Monaten im Amt, was würdest du sagen, sind jetzt momentan die wichtigsten Aufgaben? Die wichtigste Aufgabe ist mit Sicherheit die Planung der Zukunft. Ja? Und auch Zukunft meine ich jetzt Sommer, neue Saison. Und auch die Weitsichtigkeit über diesen Sommer hinaus, sondern auch schon jetzt, es gibt auch jetzt schon Gespräche, die vielleicht erst 2016 interessant werden. Das heißt, ich glaube, dass eine Weitsichtigkeit in diesem Business sehr, sehr wichtig ist, dass man nicht von einer Woche auf die andere oder einem Monat aufs andere arbeitet, sondern da eigentlich schon etwas weiter voraus denkt, weil es immer wieder zu Situationen kommt, wo etwas wegfällt, was du dir schon eingebildet hast. Deswegen ist die Zukunft natürlich das größte Thema. Man hat auch heute bei der Diskussion herausgehört, eines der wichtigsten Themen ist natürlich die Entscheidung des Trainers. Hast du auch selber gesagt, es hat in den letzten Jahren bei der Auswahl unterschiedlichste Trainertypen von den Charakteren her gegeben. Was ist für dich ein entscheidendes Kriterium beim Trainer? Welche Qualitäten muss ein künftiger Austria-Trainer mitbringen? Viele. Viele, aber wir wünschen uns natürlich schon jemanden, der nicht nur im fachlichen Bereich stark ist, sondern vor allem auch, ich glaube, das wird immer wichtiger, in der Sozialkompetenz stark ist, also der auch Erfahrung hat im Umgang mit Mannschaften, mit Menschen, weil das ist ein großes Thema heutzutage, weil diese Befehlsempfänger, wie vielleicht auch wir zwar waren, früher Befehl und umgesetzt, die gibt es heute nicht mehr. Und da hast du schon weit in die Psyche des Spielers zu kommen. War es wirklich so? Ich denke schon. Wir haben da relativ viel selber gemacht. Ja? Aber ja, das war früher so, was war. Und was jetzt ist, ist wichtig.
Du hast selber auch gesagt, die wichtigste Entscheidung natürlich auch sehr zeitkritisch. Habt ihr euch intern einen Zeitplan gesetzt, wann ihr den neuen Trainer präsentieren wollt? Wir haben uns, das ist auch öffentlich, einen Zeitplan gesetzt. Wollen uns jetzt aber nicht unter Garantie da in den Druck reingeben. Aber es wird notwendig sein, glaube ich schon, dass wir das so früh wie möglich entschieden haben. Und mir schwebt Mitte Mai als Zeitpuffer, also schwebt mir vor, sage ich jetzt einmal so. Sollte es dann den einen Tag länger dauern, dann hat es sicher einen Grund, der wichtig ist. Kommen wir zu den Spielern. Es hat in den letzten Tagen bei vielen Spielern jetzt klar, ihr habt Klarheit geschaffen. Heinz Lindner wird den Verein verlassen, James Holland wird den Verein verlassen, Alexander Gorgon bleibt noch mindestens ein Jahr, Ismail Dacuri kommt aus Altach zurück. Ganz besonders der junge Ismail Dacuri, was erwartest du von ihm? Wir werden uns von jungen Spielern nicht alles erwarten, was wir uns erwünschen, sage ich jetzt einmal, das ist klar. Aber dass der Dacuri ein Spieler ist, der uns in weiterer Folge auch helfen kann, das wissen wir. Und ja, wir hoffen, dass er dem Weg, den er jetzt letztes Jahr gemacht hat, mit der Erfahrung, die er gesammelt hat durch einige Spiele bei Altach, dass er bei uns dann da weiter anschließt. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass es ein junger Spieler ist und der auch Vertrauen braucht und auch ein bisschen Zeit braucht und auch seine Fehler machen darf. Das ist klar. Ich habe jetzt auf meiner Liste noch sehr viele andere Namen, wo Verträge auslaufen, wo Optionen zu ziehen sind, wo... Ja, hast du die Liste? Naja, da gibt es Webseiten, die das haben. Ja. Da steht drauf Daniel Reuer, Lukas Rothpuller, David De Paula, Philipp Zulechner, Manuel Ortlechner, Christian Ramsebner, Florian Mader, Horvath, Frank, Luhakovic, Casali. Ich werde jetzt nicht zu jedem einzelnen Spieler fragen, aber wie habt ihr einen Zeitplan vereinbart? Wann wollt ihr da Klarheit schaffen mit diesen Spielern? Jeden Tag. Wir haben ja einige Entscheidungen bereits getroffen, mit Abgängen und mit Zugängen, wie du gesagt hast schon. Und es geht Step by Step. Ist natürlich schon so, das haben wir auch da besprochen, dass wir so viel wie möglich den neuen Trainer einbauen wollen in diese Entscheidungen. Es wird die ein oder andere Entscheidung, wo ich mir oder wo wir uns schon jetzt hundertprozentig sicher sind, dass das hilft, werden wir auch alleine entscheiden, ohne den Trainer. Aber Großteil sollte schon der Trainer mitentscheiden. Ganz generell ist es schwierig in der jetzigen Phase mit Spielern zu sprechen, mit möglichen Neuzugängen, wenn jetzt noch nicht klar ist, wer neuer Trainer ist, wenn noch nicht klar ist, ob die Auswahl nächstes Jahr international spielt, macht das Gespräch schwieriger? Klar ist es ein Thema. Das ist schon, ob du jetzt mit einem möglichen Trainer sprichst oder mit einem ein oder anderen möglichen Spieler sprichst, ist es ein Thema. Aber ich habe auch in den einen oder anderen Gespräch mitbekommen, dass es durchaus auch Spieler gibt, die sagen, okay, wenn es heuer nicht klappt, dann machen wir das nächstes Jahr. Ja? Und solche Spieler sind gefragt für Austria Wien, die halt das nicht unbedingt davon abhängig machen, ob wir heuer schon in der Euroleague spielen, im Herbst, sondern die dann sagen, okay, Ärmel hochkrempeln, ja? Und ich bin dann ein Teil davon, also dieser Spieler, um es zu schaffen. Und das gefällt mir eigentlich mehr. Auf welcher Position siehst du jetzt den größten Handlungsbedarf, was Neuzugänge anbelangt, ohne Namen zu nennen? Wir sehen Handlungsbedarf, aber wir werden uns jetzt, und da bitte ich auch dich um Rücksicht und Akzeptanz, nicht über die genauen Positionen sprechen, aus dem Grund, weil wir noch Spieler unter Vertrag haben, die in diesen Positionen spielen. Und deswegen werde ich jetzt mit Sicherheit nicht sagen, wir brauchen dort was, dort was, dort was. Ja, also das muss bitte verstanden werden, dass wir da absolut in Ruhe arbeiten wollen und niemanden kompromittieren wollen, der jetzt in der Mannschaft steht. Was in den letzten Jahren auch immer wieder gegeben hat, man hat ja gemerkt, in Österreich, Transferzeit läuft bis 31. August und das kann sich in den letzten Tagen, in den letzten Stunden, in den letzten Minuten noch was am Kader ändern. Trotzdem, du hast ja gesagt, du möchtest Mitte Mai einen Trainer haben. Wann möchtest du ungefähr das Grundgerüst oder 90% der neuen Mannschaft fertig haben? Mit Sicherheit zu Trainingsbeginn. Am 22. Juni wollen wir mit dem Großteil fertig sein, aber das gibt uns ja die Möglichkeit bis Ende August vielleicht noch irgendwo
ein Schnäppchen zu machen, wo vielleicht auch der neue Trainer sagt, boah, da war noch was, ja, was ihm interessiert. Und ja, dann ist es natürlich eine Frage der Finanzierung. Da hofft man natürlich, dass dann das in dem Bereich ist, wo wir uns bewegen können. Aber so Situationen, wie es in den vergangenen Jahren oder schon vor einigen Jahren einmal gegeben hat, dass zu Trainingsbeginn 10 Spieler da sind und man noch nicht weiß, mit wem man dann in die Meisterschaft gibt, das soll es nicht geben, logischerweise. Es wird auch am 22. Juni heuer das Problem sein, dass nicht alle Spieler da sind. Aber das ist das Problem, weil mehrere Spieler in den Nationalmannschaften sind. Und also bis 14. Juni spielt Russland gegen Österreich. Und dann müssen wir den Spielern auch natürlich eine gewisse Zeit geben, sich zu erholen im Sommer. Und da sind 7 Tage zu wenig. Deswegen werden alle Nationalspieler, ob das jetzt U20, U21 oder A-Team, ob das ausländische Nationalspieler sind, am 22. noch nicht da sein. Aber Anfang Juli auf alle Fälle.